Jetzt üben wir eine Sequenz, also in der ihr das Springen übt. Das Springen energetisiert und bringt Energie, Wärme und bereitet sehr gut auf den Handstand vor. So kannst du mit einem Block beginnen. Du springst von Adho Mukha in Uttanasana klassischerweise und übst erstmal, der Björn zeigt es, am besten schaust du dir das Video erstmal ganz an. Aus dem herabschauenden Hund, der Block ein paar Zentimeter vor dem Fuß, spring auf den Block und wieder zurück. Mach das zweimal, auf den Block und wieder zurück. Die Betonung auf den gestreckten Armen und das Becken hebt. Und dann spring als nächstes über den Block. Bei Björn sieht man sehr schön, die Hüfte hebt hoch, die Arme bleiben gestreckt. Und dann nimm den Block einen Schritt weiter nach vorne, eher mittig, zwischen Arme und Füße. Und wieder, zuerst streck dich gut aus, bereite dich vor. Und dann heb das Becken und spring auf den Block und zurück. Dabei heb das Becken, halt die Arme gestreckt. Und als nächstes über den Block, heb das Becken, spring über den Block zweimal. Nochmal heb, halt die Arme gestreckt. Und als nächstes löse den Block und frei spring. Platziere die Hände für den herabschauenden Hund, streck dich gut aus, bereite dich vor, indem du gut ausgestreckt in Adho Mukha stehst. Der Blick geht zwischen die Hände nach vorne und dann einatmend, heb das Becken, heb die Füße und spring zu den Händen, nah mit den Füßen zu den Händen, Ardha Uttanasana, stell die Hände ein. Und wenn du springst, heb das Becken, halt die Arme gestreckt und komm zu Adho Mukha. Und noch einmal, schau nach vorne zwischen die Hände und dann spring. Flieg nach vorne, heb das Brustbein. Und wenn du zurückspringst, dann schau auch zurück zu deinen Füßen. Heb das Becken, die Arme gestreckt und spring in Adho Mukha. So kannst du gut üben. Nimm die Wärme wahr, die entsteht, die Energie, die zum Fließen kommt. Eine gute Vorbereitung auch für den Handstand, eine Balanceübung. Ja, erkenne auch das Spielerische, die Freude in der Praxis, was Neues ausprobieren.